die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Alles klar. So, was muss ich jetzt noch für Sequenzen beenden? Mal gucken, ob da noch überhaupt noch eine ist. Na, Gott, wie lange braucht denn der heutzutage wieder zum Laden? Ist ja unglaublich. Ne? Jetzt. Gut, okay, das wäre dann die letzte, dann können wir weitermachen. Dann kann ich weiter aufnehmen, neue Folgen machen und dann wisst ihr wieder Bescheid, was ich so was gefehlt hat. Also es waren zwei Folgen, die aus Versehen gelöscht wurden. Also ich habe 5 Folgen aufgenommen, 3 habe ich noch retten können oder besser gesagt, glücklicherweise konnte ich die vorher noch bearbeiten und rendern lassen und dann haben irgendwie 2 Stück gefehlt. So. Wir gehen jetzt einfach mal rein, damit ihr das nochmal erleben könnt. Ben trovato, Niccolò. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo d'Alviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. So, und damit wären wir nun endlich wieder an dem Punkt, wo ich die Aufnahme beendet habe. Und dann können wir endlich weitermachen. Wenn er denn fertig geladen hat. Versteht sich. Und dann zeige ich euch mal, wo wir sind und so wegmachen. So, wir sind ich laufe noch mal schnell hin. Dun, 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 dun. Einkommen eingezahlt, 548 Florin. Also hier ist unser Unterschlupf, da ist ein Bettler, da ist ein Reiter. Und dann, Moment, ich kletter mal schnell aufs Dach. Nur damit ihr Bescheid wisst, was momentan so unsere Lage ist, unsere bescheidene Unterschlupf, wie der gerade aussieht. Und zwar sieht der Unterschlupf so aus. Diese Insel hier. Ich fahr's mal schnell ab. Bis zu der Brücke da. Also alles, was so um Fluss umringt ist. Hier. Bis dahin. Das gehört uns. Jetzt mal auf der Karte gesehen. Diese Insel hier, die gehört uns. Und der Rest wird von den Borgia kontrolliert. Und da haben wir vorhin noch einen Turm kaputt gemacht. Verbrannt.
Und ich bin jetzt dafür, dass wir jetzt nicht erstmal. Ja. Wow, Glück gehabt. Nicht der Hauptstory folgen, sondern wir werden jetzt erstmal die. Ne, die Insel ausbauen. Und zwar werden wir jetzt erstmal zum Schmied gehen. Und werden den Schmied erstmal kaufen, wenn ich ihn finde. Das ist er, ja. Diese Schmiede für 800 renovieren, Schmiede verkaufen, Waffen, Rüstung, Munition. Genau. Dann haben wir unsere erste Schmiede renoviert. Wir haben ein Angebot zum Saisonende. Wunderbar. Dann haben wir hier noch was. Das ist eine Bank renoviert für 900 Florin. Das Einkommen der renovierten Gebäude wird automatisch in die Tresore der Banken eingezahlt. Die Renovierung von Banken führt zu einer größeren Kapazität der Banktresore. Dann bauen wir das doch aus, um, wenn wir mal zu beschäftigt sind, dass das Bank nicht, dass die Bank unsere Zinsen nicht irgendwie unterschlägt. Tja. Aha, also können wir da jetzt abheben. Dann sprechen wir doch mal mit dem und dann Kapazität Banktresor 7500 Florin können wir aufsammeln. Wir nehmen jetzt einfach mal das Geld mit, um noch weiterhin auszubauen. So, ich habe da hinten noch ein Arztsymbol gesehen und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir Läden ausbauen, kommen irgendwie mehr Menschen hierher. Also, dann bauen wir das doch mal aus. Einen Arzt verkauft Medizingift. Ja, genau. Dann renovieren wir den doch. So. Das gibt uns 1000 Florin, 1009 Florin alle 20 Kommt, Minuten. Freunde, das ist doch mal was. Wöchentlicher Adalas. Adalas. Ich meine, gegen was helfen Blutegel eigentlich? Außer Vergiftungen vielleicht? Zum Blut raussaugen oder so? So, haben wir hier noch was? Ein Kunsthändler. Den können wir noch besuchen. Und einen Schneider können wir noch aufmachen. Und dann würde ich sagen, können wir noch, nee, in diese Richtung. Könnten wir die Teile der Rüstung, die wir vorhin gesehen haben, ein paar davon suchen. Ich habe schon ein paar auf der Karte gesehen. Nein, andere Seite, glaube ich. Ja, andere Seite. Da. Hier ist er, genau. Dann machen wir hier mal den Kunsthändler auf. Kunsthändler können Schatzkarten, Gemälde von Assassinen unter Schlupf gekauft werden. Die Renovierung von Kunsthändlern führt zu Rabatten und zusätzlichen Waren im Sortiment. Dann kaufen wir den doch. Und das gibt uns wie viel? 1284 Florin. In Schaut her, eines von Ghirlandaios Läden. Okay, es lohnt sich auf jeden Fall, in diese Läden zu investieren. Deswegen machen wir hier noch den Schneider auf. Schneider können Kleiderfarben, größere Beutel und Ausrüstung gekauft werden. Die Renovierung von Schneidern, bla bla bla. Wunderbar. Kommt und seht, was Stolz so. War nicht die Leiter hoch. So, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Ich denke, wir haben alles auf der Insel erobert. Nein, Schwan nicht erobert, sondern ausgebaut. Und wir könnten theoretisch weitergehen. So, jetzt gucke ich mal schnell, wo diese. Also da ist eine Hauptmission, da ist eine Hauptmission. Da ist ein Versteck von Romulu und hier ist was? Schatz des Romulu. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Oder wir gehen vorher noch schnell zum Schmied und schauen, ob wir uns irgendwie noch anders einkleiden können. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Ups. So, mal gucken. Wir haben eine etablierte. Mal gucken, was der hat. Reparieren. Alles reparieren. 30 Florin. Gut, repariert. Rüstungen. Römische Stiefel. Waffen.
Nehmen einfach mal diese römischen Stiefel. Bitte kommt wieder! So. Neue Stiefel und neu mehr HP. So, ich würde. Was habe ich jetzt gesagt? Wir gehen zum Romulus Schatz, gell? Gut, dann würde ich sagen. Habe ich nicht irgendwo noch ein Pferd gesehen vorhin? Da war vorhin noch irgendwo ein Stall. Ja, genau, da ist eins. Dann können wir da mal hinreiten. Wie sie da gleich alle ausweichen. Kannst alle umreiten hier. Also, wo geht's hin? Da geht's schon mal nicht hin. Sollten wir vielleicht die Wege genauer ich angucken. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Schauen wir mal, ob wir irgendwo so eine blöde Brücke finden. Da ist eine Brücke. Ja, na? Schwierig. Auf jeden Fall merkt man dann, dass in den... Weiß gerade See. Ich glaube, es ist einfacher zu laufen, als zu reiten durch die Stadt. Dass man wegen den roten Punkten gerade sieht man, dass man in den Gebieten, wo ich noch nicht war, oder die mir noch nicht gehören, da laufen noch Stadtwachen rum. Die mich natürlich nicht hier wollten. So, und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass der Ball, dieser Schatz in einem Viertel sitzt. Ja, der sitzt im gegnerischen Viertel. Kann ich das jetzt allein machen? Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Ich weiß es nicht, ob ich den Schatz jetzt holen kann, ohne irgendwie Aufsehen zu erregen. Lass mich da vorbei, Penner. Ja, dann schau mal, können wir den erdolchen? Machen wir den mal kurz. Schnauze! Schön die Klappe halten. Ah, Kacke. Also ich muss jetzt irgendwie den Typen finden. Hauptmann ausschalten, ja. Schwierigkeit 5. Ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Er ist weg. Stehen geblieben. Da! Verschwunden im Nichts. Da! Da! Ergreift ihn! Oh, und? Ich versuch's jetzt einfach mal weiterhin. Wenn nicht, dann hau ich einfach irgendwie ab. Oh. Einfach mal ordentlich in die Nüsse treten. Und geht es eigentlich schon? Weil ich ja irgendwie noch nicht so wirklich Taktik gefunden habe. Trete ich den jetzt einfach so lange in die Nüsse, bis so. So. Es müsste langsam tot sein.
So, ja, das dürfte jetzt sein. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen.